Servus zu Barbecue aus Franken. Wieder mal nicht vom Grill. Es geht einfach noch nicht. Ich komme noch nicht raus. Deswegen heute ein kleines Küchenvideo. Kleine Geschichte, aber schön und nett. Es gibt ein Tomatenpesto. Einfache Geschichte, leckere Geschichte. Das kann ich euch schon mal verraten. Schaut euch das Video mal an. Mit dem Pesto übrigens gibt es demnächst nochmal ein Video. Da ist mir was Gutes eingefallen dazu. Das werden wir damit auch umsetzen. Also schaut euch das Video mal an und dann sehen wir sie gleich wieder. Das sind die Zutaten für das Tomatenpesto. Was haben wir da im Einzelnen? Wir haben getrocknete Tomaten, die waren in Öl eingelegt. Das Öl habe ich abgeschüttet, also sprich, dass wir nur die getrockneten Tomaten haben. Da habe ich Tomatenmark. Ich habe Salz, Zucker, Oregano, Knoblauch, Parmigiano, Pinienkerne, etwas Olivenöl, Basilikum natürlich, Pfeffer. Und etwas Tabasco. Ich mag eine ganz leichte Schärfe drin haben. Der nächste Arbeitsgang wird sein, Pinienkerne anrösten. Wir brauchen eine trockene Pfanne dazu. Trocken deswegen, weil ich kein Öl oder Fett drinnen brauche in dieser Pfanne. Die Pinienkerne haben genug Eigenfett, dass sie da drinnen Farbe bekommen. Also Pfanne erhitzen und Pinienkerne rein. Wichtig, dabei stehen bleiben, das geht relativ schnell. Wenn die Pinienkerne etwa diese Farbe erreicht haben, raus aus der Hitze oder weg von der Hitze, sofort umfüllen in die Schüssel, weil die dunkeln noch ziemlich nach in der heißen Pfanne. Also runter damit. Also umgefüllt in die Schüssel und die lassen wir jetzt einfach auskühlen. Also nicht die Schüssel, sondern die Pinienkerne. So, die Pinienkerne kühlen aus. Idealer Zeitpunkt, um unseren Parmesan zu reiben. Mal feststellen, ich mache mal ein bisschen gröber. Was haben wir denn da noch? Naja, so viel gröber können wir gar nicht machen. Doch, das machen wir ein bisschen gröber. Ich habe den Parmesan oder Parmigiano ein bisschen gröber gehobelt aus dem Ganzen. Aber runter kommt jetzt eh gleich nochmal eine Maschine. Und ja, wie der fährt da, denke ich immer auch schlimm. Also sprich, er wird noch etwas klein gehäckselt. Deswegen etwas, ja, grob die ganze Geschichte. Das reicht auch für die Sache, so wie sie jetzt gemacht wird. Jetzt könnt ihr einen Mörser nehmen und da drinnen die Zutaten natürlich vermahlen, vermörsern, je nachdem, wie man es sagen möchte. Ich sage ganz einfach, ich nehme eine Küchenmaschine, ich mache es einfach. Also eine Küchenmaschine und da kommt jetzt als erstes mal rein. Die, ich sage es jetzt einmal auf Hochdeutsch, Tomaten, ansonsten wären es nämlich Tomaten. Und die Tomaten häcksel ich jetzt ein bisschen, also kurz ein bisschen anhäckseln, sage ich mal, anschneiden, dass sie von vornherein schon mal etwas kleiner sind. Deckel drauf und los geht's. Das war's schon. Jawohl. Jetzt geben wir gleich den Knoblauch dazu. Das Tomatenmark. Den Oregano, die Pinienkerne, den Basilikum, etwas Salz, Pfeffer, das müssen wir dann später eh noch abwürzen, ein bisschen Zucker geben wir auch dazu. Mit dem Tabasco warte ich noch ein bisschen den dummen Strein, wenn es fertig ist. Schon mal einen Schuss Olivenöl und dem Parmesan. Und jetzt werden wir alles vermischen. Also Deckel drauf und los geht die wilde Fahrt. Immer wieder gucken, wie wir mit der Konsistenz zufrieden sind. Ein bisschen was darf noch rein. Wir wollen so eine richtig schöne, cremige Geschichte haben und da kommen wir schon hin. So, Rolle, schauen wir mal. Oh ja, sieht gut aus. Schmecken wir das Ganze jetzt mal ab. Oberlecker. Aber wir brauchen noch ein bisschen Salz.
Jetzt habe ich gesagt, ich will es ein bisschen scharf haben. Jetzt ist der Moment, wo man ja Tabasco oder ihr könnt auch Chili reingeben oder Chilischote, je nachdem ihr wollt. Auf jeden Fall nach Geschmack gibt er jetzt was dazu, wenn er mögt. Ein letztes Mal. Und fertig ist die ganze Sache. Nochmal abschmecken. Sensationell gut. Ihr könnt es jetzt in Gläser abfüllen. Im Kühlschrank hält es eine Woche. Bedenkenlos. So, abgefüllt in Gläser. Ein bisschen was ist so noch übrig. Das wird jetzt gleich genascht. Und für die Sache mit den Gläsern, damit uns das wirklich jetzt richtig schön ja so ein bis zwei Wochen im Kühlschrank hält und oben vor allen Dingen nicht abtrocknet, habe ich das Ganze oben ein bisschen glatt gestrichen und gebe jetzt da immer noch einen Schuss Olivenöl drauf, so dass oben die Oberfläche quasi benetzt ist. Wenn ihr jetzt nicht zu flüssig euer Pesto gemacht habt, dann passt das super, das hätte vielleicht vorher sagen sollen. Also wie gesagt, ich schaue das Video eh erst an, dann habt ihr das Rezept, da schreibe ich es dann noch mit rein. Macht euer Pesto nicht zu flüssig, weil das, was jetzt da rein gekommen ist an Olivenöl, das könnt ihr wieder wunderbar unterrühren. So habt ihr jetzt oben quasi einen Deckel drauf, über dem Pesto noch einen zusätzlichen Deckel, der einfach verhindert, dass euch das Pesto austrocknet. Wie gesagt, Rezept und Zutaten wie immer als PDF. So, ihr habt gesehen, wie dieses Pesto zu machen war. Relativ einfache Geschichte, ein paar Zutaten, leckere Zutaten und ich weiß, dass dieses Pesto wirklich richtig lecker ist. Ich habe es ja schon probiert. Nichtsdestotrotz werde ich das hier auch nochmal tun. Ach, ich muss euch den Mund einfach wässrig machen. Oberlecker. Nehmt so eine schöne Stange Baguette, schneidet die in Scheiben, ein bisschen antoasten, Knoblauch, braucht ihr nichts drauf tun, habt ihr ja da drin. Schicht von diesem richtig leckeren Pesto drauf, frische Tomaten wegen Basilikum, habt ein richtig schönes Crostini. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wenn dem so wäre, dann könnt ihr mir bitte einen Daumen nach oben geben, würde mich darüber freuen. Wenn ihr was dazu schreiben wollt, packt es in die Kommentare rein. Ein Rezept zu diesem Video findet ihr unten. Das Logo vom Barbecue aus Franken wird jetzt gleich hier entweder da oder da auftauchen. Da könnt ihr draufklicken und den Kanal abonnieren, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Wenn nicht, wird es Zeit. Ja, wir sehen uns wieder. Ich bleibe euer Sven. Ob wir uns nächsten Mittwoch sehen, das weiß ich noch nicht ganz genau. Wenn ich dazu komme, auf alle Fälle. Wie gesagt, es gibt ja noch ein Rezept mit diesem roten Pesto. Und ja, wir sehen uns wieder. Ich bleibe, wie gesagt, euer Sven. Bis dann. Tschüssi. Und ich könnte dieses Glas echt komplett leer futtern. Ohne Probleme. Oder habe ich nichts mehr für ein anderes Rezept. Gut. Wir haben nur zwei Glas.